zusammen. Jetzt haben wir diese Jonglierbälle gebastelt. Jetzt müssen wir mit denen noch jonglieren lernen. Die allererste Übung, die wir dabei machen, ist, dass wir den Ball so hochwerfen. Jonglieren ist wirklich nicht so schwer, aber es braucht viel Übung, also man muss es echt immer wieder wiederholen. Wichtig ist dabei, dass ihr eure Hand jetzt nicht hier habt oder hier habt, sondern dass ihr immer ganz locker neben eurem Körper bleibt und ihr einfach nur den Ball hochwerft. Das macht ihr mit beiden Händen, am besten jede Hand mal so 5 Minuten und werft den Ball so hoch. Dann könnt ihr auch mal versuchen, die andere Hand zu werfen. Und das dauert ein bisschen, aber mit ein bisschen Übung kriegt ihr das hin. Als nächsten Schritt könnt ihr jetzt 2 Bälle nehmen. Ich habe jetzt hier 2 Bälle. Und die gleiche Übung nochmal machen, nur dass ihr jetzt schon einen Ball in der Hand habt. Das heißt, ihr werft den Ball so hoch und lasst den anderen Ball in eurer Hand drin. Das macht ihr am besten auch mal mit beiden Händen. Und falls euch mal ein Ball runterfällt, ist das überhaupt nicht schlimm. Das passiert jedem Mal. Was ihr als nächstes machen könnt, da kommen wir jetzt auch schon richtig nah an Jonglieren dran, ist, dass ihr den einen Ball hochwerft und mit der anderen Hand fangt und wieder zurück. So. Wenn ihr jetzt beide Bälle werfen wollt, also beide Bälle gleichzeitig in der Luft sein sollen, ist es wichtig, dass euer Ball so eine Spitze macht und in eure andere Hand fällt. Und wenn der eine Ball hier oben ist, werft ihr den anderen los. Das sieht dann so aus. Hier, der Ball ist oben, ich werfe den anderen Ball. Das könnt ihr jetzt erstmal üben. Viel Spaß beim Jonglieren.